Hallo, meine liebe Jungfrau. Schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, dir geht's gut und herzlich willkommen zu der Märzlegung 2024 für dich, wo ich mir gerne ansehen möchte, was uns die Karten da mitteilen wollen, was da auf dich zukommen kann, gedanklich, emotional, vielleicht Personen oder auch Verhaltensweisen. Du bedenkst, dass die Legung wie immer allgemein ist und nicht unbedingt alle Jungfrauen betreffen muss. Das habt ihr sicherlich auf dem Schirm. Und wir fangen jetzt an mit einer Überschrift, wie immer. Und dann schauen wir mit dem Tarot weiter rein. Jungfrau, März 2024. Worum geht es, Jungfrau? Oh, das ging ja fix hier. Lebensreise. Eine Lebensreise könnte auf dich warten. Bedeutet jetzt nicht, dass du da eine Weltreise machst. Vielleicht machen das ja einige von euch. Nein. Es geht vielmehr darum, dass man eine emotionale Reise machen könnte, ne? Viele Dinge einmal durchlebt, bereist, dass man eine neue Reise sozusagen antritt, ne? Vielleicht eine neue Lebensphase, ein neues Ziel, Dinge, die man einfach durchlebt, ne? Vielleicht auch mit Personen zusammen oder du gehst diese Lebensreise alleine an. Das sind Erfahrungen, die man macht, ne? Die man fürs Leben mitnimmt. Wir sehen hier auch so einen Anker. Vielleicht ist das was Berufliches, wo du da gerade so eine Lebensphase durchmachst, eine neue Phase oder auch eben im privaten Sinne, ne? Das kann jetzt überall sein. Es geht einfach darum, dass man die Dinge durchlebt und schaut, wo schmeiße ich meinen Anker hin oder wo festige ich dann etwas, ne? Wo fühle ich mich zu Hause? Wo fühle ich mich wohl? Wo möchte ich festbleiben oder was möchte ich festmachen? Wir schauen mal, Jungfrau. Du kannst ein bisschen vorspulen, falls dir das zu lange dauert mit dem Auslegen. Jungfrau, März 2024. Was kommt da? Was erwartet Jungfrau? Was wird da wichtig? Jungfrau, März 2024. Die Lebensreise hier. Der Ritter der Münzen von der anderen Seite. Die Fünf der Münzen. Weitere Karten. Die Jungfrau, März 2024. Der Mond. Jungfrau. Oha, was ist denn hier los bei dir? Die Zehn der Schwerter. Jungfrau, März 2024. Was will sich da zeigen? Was kommt da? Gedanklich, emotional, gefühlstechnisch, Personen, die wichtig werden können. Der Ritter der Kelche von der anderen Seite. Weitere Karten, Jungfrau. Was ist denn hier los im März? Königin der Münzen. Drei noch. Jungfrau. Die wollen sich ja erstmal zurecht schmeißen. Oder sind, ja. Der Turm. Oh, da haben wir auch schon drei. Okay. Zwei der Schwerter, der Turm und die drei der Kelche. Okay. Jungfrau, dann wollen wir mal schauen. Die erste Energie. Da haben wir den Ritter der Münzen, das ist ja auch deine Energie, ne? Auch Stier und Steinbock. Das ist so, dass man in einer gewissen Situation nicht richtig vorwärts kommt oder kam. Vielleicht hat das auch was mit anderen Menschen zu tun oder aber auch du fühlst dich, als ob etwas stoppt oder stockt, ne? Vielleicht hat man auch einfach Angst weiterzugehen, beziehungsweise man weiß nicht, ob man da wirklich sicher reingehen kann, ne? Das kann jetzt sämtliches sein. Das kann etwas Finanzielles sein oder auch etwas, wo du glaubst, das ist etwas Standhaftes für mich, ne? Ein stabiler Boden. Da befinde ich mich auf stabilem Boden. Aber man hat da so ein Gefühl der Unsicherheit. Hier sehen wir auch einen Mangel, ne? Was damit zu tun hat, dass es einfach nicht weiter vorangeht. Beziehungsweise, dass man stehen bleibt, dass man stockt, dass es nicht vorwärts geht, nicht vorangeht. Vielleicht weiß man selber einfach noch gar nicht so richtig, wo die Reise hinführt, ne? Vielleicht steckst du gerade in einer Lage oder das kommt noch. Vielleicht hast du es auch schon hinter dir.
dass etwas anfing zu stocken, beziehungsweise man sich nicht hundertprozentig sicher war, ob man sich da reinbewegen kann. Ne? Vielleicht auch, weil die Lage nicht wirklich stabil erscheint oder aber die finanziellen Möglichkeiten nicht da sind, es auf finanzieller Basis nicht wirklich reicht oder sich nicht sicher ist. Und dann haben wir den Mond ja auch noch, der ja auch für Ängste stehen kann, ne? Unbekanntes, Dinge, die man einfach noch erforschen muss. Was einem unbekannt ist, das ist die Krebsenergie. Das zeigt auch die Seele an, ne? Dass man da wirklich tief mit seiner Seele beschäftigt ist, was die Situation betrifft, ne? Dass es einfach nicht vorwärts geht oder dass man sich nicht sicher ist, ne? Ob man sich auf stabilem Boden befindet. Wir klären das mal direkt auf, Jungfrau. Was haben wir denn hier? Der Ritter der Münzen, die Fünf der Münzen und der Mond. Was ist denn hier los? Die Ruten schon mal hier. Noch eine Karte, Jungfrau. Oha, ja, hier. Die Münzen, das Geld und die Fische nochmal, ja. Das kann sich wirklich um eine finanzielle Lage handeln, um eine berufliche Lage, Geld, Finanzen, stabiler Boden, ne? Ja, man ist da hin und her gerissen, beziehungsweise in Konflikt. Oh, reicht das? Ist das wirklich so stabil? Kann man da Stabilität herstellen? Kann man da etwas Stabiles draus machen, ne? Und die Fische, die stehen ja auch nochmal für Geld, für Dinge, die man hat, etwas, was sich vermehren kann, ne? Vielleicht geht es um Finanzen, die sich vermehren sollen, beziehungsweise vielleicht muss man auch viel investieren, viel Geld, viel Sicherheit, viel Stabilität, um etwas wirklich voranzutreiben, ne? Und da zeigt sich noch so ein Konflikt an, so ein Zwiespalt, so eine angespannte Haltung hier. Das kann auch die Seele anzeigen, ne? Dass man da wirklich hin und her ringt, ob das dann wirklich sicher ist, ne? Ob das wirklich in die Sicherheit gehen kann, ob sich etwas vermehren kann in dieser Lage, ob sich vielleicht finanziell etwas verbessern kann oder beruflich oder auf diesem stabilen Boden, ne? im privaten Sinne, ne? Was das auch immer ist. Es geht ganz stark um die Sicherheit, um die Stabilität hier in dieser Sache. So, was haben wir da im Hintergrund? Das ist der Hund, Jungfrau. Das ist wieder diese Vertrauensbasis, die man aufbauen muss. Beziehungsweise, ob das Ganze so fest ist und so reicht, ne? Wo man sich bedingungslos hingeben kann. Beziehungsweise auch, ist das der Schutz, ne? Ob man den nötigen Schutz dann auch hat, ne? Wenn man das Ganze wagt, wenn man sich da reinbewegt. Also hier muss man echt Vertrauen erstmal fassen, beziehungsweise man ist am Hin und Herringen, ob da genug Vertrauen reingesteckt werden kann, ob man dieser Sache vertrauen kann. Vielleicht ringst du da wirklich mit deiner Seele so ein bisschen hin und her, ne? Ob man das mit sich und seiner Seele vereinbaren kann, ne? Weil solche Bedenken, die schlagen natürlich manchmal auch auf die Psyche, beziehungsweise beschlagen die Seele so ein bisschen auch, ne? Die Fische zeigen auch die Seele an. Man könnte auch so ein bisschen Angst haben, ja, wenn ich mich da rein bewege, ne, und das Ganze stabil und sicher mache, wird es mir dann damit gut gehen? Ne? Wird das Ganze gut? Wird das sicher? Ist das sicher dann? Wir gucken mal weiter, Jungfrau. Hier haben wir die Zehn der Schwerter, Page der Kelche von der anderen Seite und deine Energie auch wieder, ne? Die Königin der Münzen, Stier, Steinbock, Jungfrau. So, hier ist es so, dass hier etwas beendet werden muss, beziehungsweise etwas ist fertig. Das ist so eine K.O.-Lage, ne? Etwas ist erledigt. Man selbst fühlt sich vielleicht auch erledigt in einer bestimmten Sache. Es kann sein, dass ihr mit einer Situation fertig seid, ne? Dass ihr sagen könnt, so, das kann ich abschließen jetzt, das muss ich hinter mir lassen. Ne? Das ist jetzt fertig sozusagen. Es muss etwas Neues beginnen, etwas Neues kommt. Dann haben wir hier den Ritter der Kelche, das ist ein Wasserzeichen, Fische, Krebs, Skorpion. Von der anderen Seite allerdings, ne? Man bewegt sich da in eine andere Richtung. Das ist eine gefühlvolle Energie, eine emotionsbehaftete Energie. Aber hier ist es so, dass man sich vorsichtig in eine andere Richtung bewegt, ne?
man sucht in dieser anderen Geschichte nach emotionaler Anerkennung praktisch. Das ist so ein Weg, den man da vor sich hat, den man geht. Kann natürlich auch im Liebesbereich etwas anzeigen. Der Ritter der Kelche steht ja auch für so ein Liebesangebot, ne? Sich auf Liebesebene dorthin bewegen. Aber das kann natürlich auch dieser Weg sein für dich, ne? Was du mit dir ausmachst. Dein emotionaler Weg, dein spiritueller Weg, deine Seele. Ne? Also man strebt diesen Weg an, aber eher vorsichtig, ne? Man wird da nicht mit so viel Gefühl reingehen, beziehungsweise man wird sich da so ein bisschen vorsichtig reinbewegen, ohne dass da jetzt wirklich sehr viel Emotionen bei rausspringen, ne? Also du weißt ganz genau, ja, nach dieser krisenbehafteten Situation, nach diesen Überlegungen, hier auch im Zwiespalt sein, ne? Hin und her ringen mit der Seele, sich diesen Weg überlegen, schauen, ob das Ganze sicher ist, Vertrauen schöpfen. Danach ist man erstmal K.O., ne? Da ist man K.O. Da hat man sämtliche Dinge durchlebt hier, die Lebensreise, sage ich ja. Sämtliche Emotionen, Gedankengänge, ne? Logik etc., ne? Dass man die Dinge erstmal durchgegangen ist, auch mit Emotionen dazu natürlich. Aber hier haben wir deine Energie, die Königin der Münzen, die hier auch wirklich auf stabilem Boden steht. Selbstsicher, stabil und verantwortungsbewusst. Sehr geerdet und stabil überhaupt im Machen und im Tun, ne? Also du gibst da auch sehr viel rein. Du versuchst, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben. Du versuchst nicht abzuheben, ne? Egal was das jetzt genau ist. Du versuchst sachlich daran zu gehen und versuchst trotzdem bei dir selbst zu bleiben. Das kann natürlich auch sowas sein wie, das hat mich nicht mehr emotional erfüllt, ne? Da bewege ich mich von weg. Und ich suche mir meinen stabilen Weg oder wo ich dann auch wieder ich selbst bin zum Beispiel, ne, wo ich weiß, da lohnt es sich etwas reinzugeben, ne, wie hier am Anfang ja auch, wo man sich unsicher ist, wird das Ganze stabil für mich, befinde ich mich in der Stabilität, auf sicherem Boden, ne. Also man wird auch wirklich sehr fleißig dran arbeiten an dieser Sache, ne. Wir klären das mal auf, Jungfrau. Die 10 der Schwerter, der Ritter der Kelche und die Königin der Münzen. Was ist denn hier? Der Park. Mhm. Noch eine Karte. Jungfrau. Und die Heilerin. Ja. Sich diesen Weg auch zu öffnen, ne? Das kann etwas Öffentliches sein, ne? Das kann etwas mit sich öffnen zu tun haben, vielleicht hat das auch mit mehreren Menschen zu tun, ne? Dass man sich dahin bewegt. Wenn das auch etwas Berufliches ist zum Beispiel, ne? Dadurch kann etwas in die Heilung kommen, ne? Dass man das hinter sich lässt. Vielleicht haben ja auch einige von euch sowas wie einen Coach oder jemanden, der einem führt, ne? Der einem dabei steht. Der einen Zuspruch gibt aus der Öffentlichkeit oder auch aus dem Freundeskreis, Familie, ist egal. Oder das ist sowas wie ein Vermittler oder eine Vermittlerin, ne? Dass jemand dir da einen Rat gibt, vermittelt, beisteht. Ne? Kann jemand aus der Öffentlichkeit sein, beziehungsweise auch wirklich Personen oder auch eben, was ich gesagt habe, Freunde, Kollegen, Familie. Ne? Da haben wir die 90 im Hintergrund und das ist die 9. Das sind die Blumen, ne? Das ist dann die Erfüllung, das ist die Freude, die man dabei hat. Das ist das Glück, ne? Das Glück. Die Blumen, das steht ja auch für eine Frau, ne? Vielleicht spielt da eine besondere Frau auch eine Rolle, ne? Hier haben wir auch die Heilerin. Vielleicht geht es auch um eine Frau mit, ne? Die euch da irgendwie begleitet oder die da auch eine Rolle spielt. Jedenfalls ist das sowas wie eine überraschende Wende, eine überraschende Freude, ne? Die man dann empfindet. Freude daran zu haben, dass, worauf man sich zubewegt. Ne? Vielleicht musste man natürlich dafür auch etwas abschließen, erstmal etwas gehen lassen, etwas fertig bringen, fertigstellen. Aber hier am Anfang zeigt sich einfach auch sehr viel hin und her ringen mit sich selbst auf. Ne? Dass man da wirklich auch ein angespanntes Gefühl hatte oder immer noch hat. Ne? So, wie stabil wird das? Ist das stabil? Bewege ich mich da stabil rein, ne?
Wir sehen ja auch deine Energie hier, ne? Die auch für Stabilität und Sicherheit steht, auf stabilem Boden stehen, das Ganze meistern. So, jetzt schauen wir mal weiter hier, Jungfrau. Da haben wir die zwei der Schwerter, den Turm und die drei der Kelche. Das ist auch nochmal so ein Moment. Das kann nochmal so ein krasser Moment sein. Das ist auch so ein innerliches Gefühl, wo man sich mit auseinandersetzt, wo man sich verbindet, ne? Wo man versucht, auch eine Entscheidung zu treffen, wo man das Ganze vor sich hat, wo man versucht, auch sich mit seiner Intuition zu verbinden und vielleicht innerlich auch nochmal aufzuräumen. Der Turm, das ist auch so eine Aufräumenergie, Abrissenergie, etwas rausschmeißen, etwas gehen lassen, eine Last abfallen lassen, vielleicht sogar auch, ne? Etwas erstmal einstürzen lassen und dessen ist man sich bewusst. Also das ist so dieser innerliche Frieden, den man da sucht und findet. Auch wenn man versucht, ruhig zu bleiben, man versucht, sich zu verbinden, man versucht, innerlich Frieden zu produzieren praktisch. Und dann kommt dieser Tormoment, ne? Dieser Abriss, dieser Rausschmiss, einmal komplett Erneuerung hier. Altes rausschmeißen, ne? Damit man komplett erneuern kann. Weil hier haben wir die drei der Kelche, was ja auch für eine Freude steht, ne? Sich freuen, feiern, zusammen die Zeit genießen. Was auch mehrere Personen anzeigen kann, ne? Wo man dann gemeinsam die Zeit genießt. Vielleicht ist das wirklich was im Job oder ist es auch etwas Privates, wo dann mehrere Personen mit rein intervenieren. Und das sind auch Unterstützungen, die sich jetzt zeigen. Unterstützungen von Freunden, von Familie, Mutter etc., ne? Freundinnen, Freunde, ist egal. Ja, und hier, vielleicht ist das ja auch die neue Lebensreise, die sich da zeigt. Lebensfreude, die dann kommt, ne? Das ist ein Umbruch, der sich jetzt zeigt, wo man dann in die Freude reingehen kann. Wir klären das mal auf, Jungfrau. Die zwei der Schwerter, der Turm und die drei der Kelche. Vielleicht wird hier auch etwas neu geboren, ne? Etwas wird komplett erneuert, rausgeschmissen und dann wird etwas neu geboren, was auch emotional erfüllt. So, was haben wir denn hier? Aufklärung, die zwei der Schwerter, der Turm, die drei der Kelche, das Kind. Oh, ja, siehst du, sag ich doch, Neuanfang und Freude, ne? Glücklicher Neuanfang, Freude. Vielleicht kommt da ja auch ein Kind ins Leben. Das Ganze hier hat etwas mit sehr sensiblen Gefühlen zu tun, ne? Neuanfang, Neustart, Kleines, Neues, Frisches, was Glück bringt, was Freude bringt, ne? So, natürlich, ja, durch diesen Rausschmiss oder sich verbinden, ne? Intuition, Gefühlswelt und so weiter. Da können natürlich auch kurzzeitig so sensible Gefühle rauskommen oder auch, dass man denkt, ja, sehe ich das zu naiv oder ist das ein klarer, guter, glücklicher Neuanfang dann, ne? So, was haben wir da? 69. Der Eremit. Wow. Eremit steht ja auch für dich, ne? Hier im Lenormand gibt es auch den Eremiten, der ja auch für Rückzug steht, sich zurückziehen, Weisheiten bekommen, Reife, ne? Reife entwickeln. Die Situation gibt einem dann auch die Reife, die Weisheit. Ein starker Glaube, der sich jetzt zeigt, Glaubenssatz, ne? Dass man das verwirklicht, woran man geglaubt hat. Vielleicht auch, wenn man vorher ein bisschen gezweifelt hat oder sich nicht sicher war, das ist ganz normal, Jungfrau, dass man so ein bisschen Bedenken hat, ne? Was auch vielleicht den finanziellen Bereich betrifft oder ja, die Stabilität eben, ne? Jeder möchte irgendwo Stabilität erfahren haben, auch wenn das was Neues ist, egal im beruflichen Sinne, privat, ne? Etwas Neues, was da kommt. So, wir schauen jetzt mal, was noch die Seelenorakelkarte sagt, die Jungfrau. Eine Seelenbotschaft für die Jungfrau noch. Was sagen die denn? Oha, der Baum der Wünsche ruft deinen Namen. Ein fast vergessener Wunsch erfüllt sich jetzt. Wow. Ja, vielleicht ist das wirklich so ein Wunsch, den du dir jetzt erfüllen kannst, was du dir vielleicht schon lange gewünscht hast. Der Baum steht ja auch für Wachstum, ne? Der Baum der Wünsche. Vielleicht sind es auch viele Dinge, viele kleine Dinge, die man gerne erfüllt haben möchte, ne? Wo man die Erfüllung sieht. Kleinigkeiten können das auch sein,
die du dann als positiv empfindest, dass das Ganze dann auch so klappt. Vielleicht hat man auch wirklich lange nachgedacht, vielleicht ist es auch etwas, was schon lange zurückliegt, was man sich gewünscht hat, ne, was man eigentlich auch vielleicht verändern wollte. Und jetzt ist der Zeitpunkt da, wo man sich das erfüllt, beziehungsweise wo man sich dahin bewegen kann, Jungfrau. Wow. Ja, das ist ein schöner Ausgang hier. Ich danke dir fürs Zusehen und ich wünsche dir alles Liebe und einen wunderschönen März. Ich hoffe, bis bald. Tschüss.